ausgekugelt sind. Sehr zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Heute zu einem besonderen Video. Ihr seht schon, ich bin nicht alleine da. Ich habe einen Kumpel dabei, den ich aus Durham kenne und der meint, dass er ungefähr genauso viel Ahnung von Fußball hat wie ihr alle. Und dementsprechend dachten wir uns heute mal... Das habe ich nie gesagt. Ja, ich habe das schon so verstanden. Deswegen dachten wir uns heute mal, wir reden mal so ein bisschen über die Weltmeisterschaft. Wir schauen mal so, ja, was jetzt im letzten Achtelfinale heute noch geht. Also Schweiz gegen Schweden und dazu, was in den nächsten beiden Achtelfinals noch geht. Und geben da mal so einen Ausblick aufs Viertelfinale. Wir sind null vorbereitet. Alles aus dem Stegreif. Alles kommt, also wirklich komplett aus dem Stegreif. Das heißt, wundert euch nicht, wenn das hier ja, so ein bisschen ausartet. Aber... Wir haben jetzt gerade Brasilien gegen Mexiko geguckt, das ist geendet wie erwartet im Endeffekt, aber was denkst du denn jetzt, was uns gleich erwartet bei Schweiz gegen Schweden? Wie gesagt, gut, nicht wie gesagt, wir fangen jetzt an, aber Schweden hat mich positiv überrascht, ich habe sie nicht so stark gesehen vor der WM, ehrlich gesagt, ich dachte, dass Deutschland und Mexiko das locker machen, habe ich mich ein bisschen getäuscht, ja. Gerade auch das Schwedenspiel gegen Mexiko, echt gut gespielt Schweden. Mexiko hatte nicht den Hauch einer Chance, auch wenn das 3-0 zum Beispiel ein... Ich habe das Spiel nicht gesehen, keine Ahnung. ...absolutes Ping-Pong-Tor war, beziehungsweise unglückliches Eigentor, da konnte Mexiko nichts für eigentlich. Ja, okay. Aber trotzdem total positiv überrascht von Schweden, auch gegen Deutschland fand ich sie nicht schlecht, haben sich natürlich hinten reingestellt, aber nicht schlecht gespielt. Das ist ja aber auch das Spiel, also das ist ja, finde ich, auch normal, dass sie Schweden hinten reinstellt. Weil gegen Deutschland haben, schon, ja. Gegen Deutschland, die haben einfach nicht die Qualität, um mitzuhalten, ja. Und die müssen halt über Defensive kommen. Und sind wir ehrlich, sie hätten Elfmeter bekommen müssen in der ersten Halbzeit, sie haben 1-0 geführt und also die hätten das Ding auch gewinnen können, so ist nicht. Ja, na gut, sie, gleich nach der Halbzeit den Ausgleich kriegen ist natürlich ein bisschen schlecht für die Psyche und dann allerletzte Aktion Toni Kroos. Ja. Ja, unglücklich verloren, aber dann gegen Mexiko nochmal richtig gut gespielt und total verdient auch die Gruppe gewonnen, finde ich. Ja, also die Gruppe gewonnen, definitiv verdient. Vor allem, weil Mexiko nach dem Spiel gegen Deutschland noch nicht mehr so stark war, finde ich. Also genau, die waren nicht so überzeugend mehr, sie konnten auch ihr Spiel nicht mehr so durchziehen. Gegen Südkorea war es auch eher so ein Arbeitssieg, also es war nicht überzeugend. Absolut, das hat man heute auch gesehen, die waren heute nicht spritzig. Die hatten nicht diese Energie und diesen Willen wie gegen Deutschland, auch wenn es nach dem Finale war. Die Schweiz sehe ich allerdings als zu stark eigentlich an, weil ich bin kein Fan von der Spielweise der Schweiz, ich bin kein Fan von den Spielern grundsätzlich. Mhm. Ich mag Shaqiri beispielsweise mittlerweile gar nicht mehr. Früher mochte ich den gerne, mittlerweile gar nicht mehr. Aber sie haben halt eine Qualität, die finde ich, die Schweden nicht haben. Und zwar einfach Spieler, die wirklich in Top-Ligen spielen und die auch gut spielen. Ich meine beispielsweise den von Toivonen hast du bis zu seinem Tor ein Jahr lang nichts gemacht. Der hat auch keinen Treffer gehabt in der ganzen Saison. Aber ich muss auch sagen, gegen Deutschland hat Schweden auch keiner was zugetraut. Stimmt, stimmt. Und Deutschland hat nochmal bessere Spieler, theoretisch, auch wenn sie es nicht gezeigt haben, als die Schweiz. Die Schweiz. Also ich traue Schweden heute auf jeden Fall das Weiterkommen zu, aber ich denke für mich ist ein 50-50-Spiel. Für mich auch. Also ich habe jetzt getippt bisher, dass die Schweiz weiterkommt. Ich kann mir aber auch sehr stark vorstellen, dass wir eine Verlängerung gehen nach 1-1 oder so. Ja. Wenn man jetzt nach Wahrscheinlichkeiten geht, dann kommt die Schweiz weiter und dann steht die Schweiz im Viertelfinale gegen den Sieger aus England. Nee, ich dachte, Brasilien, oder? Nee, die haben doch schon gegen Brasilien gespielt. Die kommen weiter und spielen dann gegen den Sieger aus England. Man sieht, wir sind nicht vorbereitet. Ja, keine Ahnung. Also, er hat auf jeden Fall einen starken Gegner. Ich hab das auf dem Handy, aber. Wichtiger Punkt: Elfmeterschießen. Sehe ich Jan Sommer als zu klein an. Also, der hat auch nicht viele Elfmeter gehalten in der Bundesliga, glaube ich. Aber ist Olsson? Ja, Olsson ist 1,96 oder so. Ne? Der ist schon. Also, ich weiß nicht, ob es ein richtiger Vorteil ist. Ich kenne ehrlich gesagt die Statistik von Jan Sommer bei Elfmetern nicht in der Bundesliga, aber der ist schon ziemlich klein. Er ist schon nicht mal 1,83. Ja, genau. Der ist, also da in der Hinsicht, das habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, spielerisch ist die Schweiz. Ja. Muss man sehen. Ich denke sowieso, spätestens im Viertelfinale wird wieder die Stopp sein. Das Ding ist, wir haben noch England. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alles läuft wie geplant war, dass Rames nicht dabei ist, dann sollte England gegen Kolumbien weiterkommen. Ich denke, Belgien gegen Japan. Also, es kann immer Überraschungen geben. Aber ich glaube, die Überraschung hatten wir schon mit Russland gegen Spanien. Und dann haben wir ein Viertelfinale und das sieht wie folgt aus. Das habe ich nämlich auf dem Handy. Da kann ich nämlich jetzt nachgucken. Wir können erstmal über die ersten beiden Spiele reden. Frankreich gegen Uruguay. Wird nicht eindeutig. Also viele sagen ja, Frankreich wird weiterkommen locker. Sehe ich nicht so. Uruguay, wenn nicht sogar die beste Abwehr der WM, würde ich sagen.
Ja, einfach auf einem Verein eingespielt. Genau, Atletico in Verteidigung. Und gut, Mittelfeld ist so ein bisschen das Problem bei Uruguay, da sind sie nicht Weltklasse aufgestellt. Gar nicht. Verteidigung würde ich sagen internationale Klasse, weil Außenverteidigung ist so lala, ist schon okay, finde ich aber nicht Weltklasse. Innenverteidigung ist super, Torwart muss Lehrer ist auch souverän. Vorne Doppelspitze müssen wir auch nicht drüber reden, die sind beide Weltklasse. Das ist die beste Doppelspitze, die wir bei der WM haben, definitiv. Ja, ja, bei Frankreich muss man halt sehen, die haben jetzt... Wobei Frankreichs Doppelspitze, wenn sie mit Doppelspitze spielen würden, auch nicht viel schlechter ja, werden, die ist von der Mbappé. Also Frankreich sehe ich als Favorit jetzt nach dem Favorit Sieg gegen, schon, ja. Nicht nur als Favorit, sondern als Gesamtfavorit an. Nach dem Sieg gegen Argentinien, weil halt eben, das habe ich dir auch vorhin gesagt, das habe ich euch glaube ich auch erzählt, dieser Spirit, der jetzt so da ist. Aber das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, weil leicht tun werden sie sich gegen die Defensive definitiv nicht. Andererseits sind die Defensive auch nicht schlecht. Im Vergleich zu Uruguay jetzt. Ja, ja, klar. Und Cavani und Suarez haben in den ersten drei Gruppenspielen auch nicht geglänzt. Nee, das ist schon richtig. Trotzdem würde ich sagen, dass es ein enges Ding wird. Letztendlich glaube ich auch, dass Frankreich weiterkommt, aber eventuell auch erst im Elfmeterschießen. Also ich glaube, Elfmeterschießen würde Uruguay gewinnen. Na gut, da kann man jetzt immer spekulieren. Ne? Gestern Russland gegen Spanien. Da habe ich es geahnt. Da habe ich nämlich gesagt, dass Spanien zu viel Druck hat. Kroatien, Dänemark, hätte ich gedacht, dass Dänemark es macht. Kaspar Schmeichel hat... Aber nachdem Jürgensen so schwach verschossen hat, war mir klar, dass Rakitic den reinmacht. Ja, ja. Der ist zu routiniert. Ja, ja, weiß man nicht. Aber das andere Achtelfinale finde ich sowieso auch das andere Viertelfinale finde ich sowieso auch spannender, das potenzielle. Belgien gegen Brasilien. Oh, ja, zwei Mitfavoriten, ja. Wir haben heute beim 96 Trainingsauftakt mit einem älteren Herrn geredet. Der hat Brasilien, Belgien als Wunschfinale gesagt. Geht leider nicht, aber das wäre das vorgezogene Finale von wirklich zwei Top-Mannschaften. Oder wird, ich glaube, wir können relativ sicher sagen, wird. Das vorgezogene Finale von zwei Top-Mannschaften. Da ist ja echt die Frage, kann Brasilien mithalten, wenn wirklich ein Team kommt, was auf hohem Niveau spielt? Ja. Belgien hat es gezeigt, auch wenn es BF gegen BF war, aber auch die haben Alderweireld und Vertonghen. Spurs Innenverteidigung. Gut, ja, Spiel mit Dreierkette, ne? Das ist das Problem. Boyata, manche. Ich hoffe, ich habe ihn ehrlich gesagt in der Saison jetzt nicht so verfolgt. Ich weiß nicht, aber der spielt Celtic? Ich glaube, der spielt Celtic momentan. Ja, also, na gut, sie könnten Vermaelen natürlich noch reinhauen mit Routine, aber... Ja, Vermaelen ist verletzt, oder nicht? Ich glaube, Vermaelen und Kompany sind beide verletzt. Nee, Vermaelen hat gespielt, letztes Spiel, glaube ich. Echt? Ja, das ist halt das Ding, Boyata hat sie halt noch nicht so schlecht gemacht, sie können theoretisch auch Fellaini in den Verteidigung stellen. Oh Gott. Naja, weiß nicht mal, ob man das möchte. Grundsätzlich sieht Belgien schon stärker als Brasilien, muss ich sagen. Einfach, weil sie die Physis haben. Ich glaube, Lukaku, ich meine, klar hat Brasilien wuselige Spieler, aber die gegen halt solche wenig Verteidiger... Wenig Abwechslung auch vorne. Genau, und diese gegen solche Verteidiger wie Alderweireld und Vertonghen und auf anderer Seite dann Lukaku gegen Brasilianer. Ich meine, Miranda und Thiago Silva sind beide gut, aber beide nicht gerade physisch so gepackt. Und auch wenn ich Lukaku bei United scheiße... Also Thiago Silva schon physisch gut, aber das ist ja klein. 1,83. Also das ist Lukaku spielt ein super Turnier und ist physisch einfach... Man muss halt sagen, er hat halt nur gegen Panama und Tunesien gespielt. Aber trotzdem ja, aber ist er hat auch gut in dem anderen Gruppenspiel hat er auch gut gespielt. Er war gar nicht dabei. Genau. genau. Da haben wir sie reingerissen. Ja, ja. Da schneiden wir nicht raus. Da schneiden wir absolut. Genau, habe ich mit Batshuayi verwechselt. Ja. Ah ja, okay, aber das kann passieren. Ja. Batshuayi war gut. Der war okay. Ja. Hat einen tollen Torjubel gehabt. Den besten Torjubel der WM bisher. Ja. Wobei der von Mbappé war auch schön, aber der war halt real und nicht fail. Ja, also ich sag, das kann man echt schwer vorhersagen. Ich glaube, Brasilien würde sich da schwer tun. Ich glaube, Belgien würde weiterkommen. Ich glaube, Belgien sieht man so als. Belgien ist so das Team, man sagt, ja, im Hinterkopf hat man, klappt eh nicht. Mhm. Und genau deswegen wird es klappen. Ja, also ich würde erstmal das Achtelfinale abwarten, wie sie da spielen. Und ja, das stimmt schon. Wenn sie da mit Ach und Krach weiterkommen, würde ich sagen, hätte Brasilien auch wieder gute Chancen. Ja. Brasilien hat heute auch nicht super gespielt, aber war schon okay. Mexiko in der ersten Halbzeit war aber mindestens gleichwertig, würde ich sagen. Ja. Zweite Halbzeit war dann Brasilien schon stärker. Aber auch für den Führungsverweiger, muss man sagen. Ja. 50. oder so. Ja. Ne? Ja, dann haben wir Russland gegen Kroatien. Auf dem Papier natürlich Kroatien Favorit. Aber das war Spanien auch. Genau, das war Spanien auch. Russland wird vom Land getragen jetzt. Super motiviert nach dem gestrigen Spiel. Auch sehr schwierig. Also ich würde wirklich sagen, das sind alles sehr, sehr enge Viertelfinals. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr eng. Also ich würde trotzdem sagen, dass Kroatien weiterkommt. Aber es kann auch genauso gut sein, dass Russland weiterkommt. Ich bin halt, ihr wisst das ja, ich habe ja meine Sympathie für Russland.
Ich habe gestern gesagt, ich habe meiner Freundin erzählt, ich glaube, gegen Spanien kommen sie eher weiter als gegen Portugal. Da bleibe ich auch weiterhin bei, weil Spanien hat sich schon gegen Iran und Marokko schwer getan. Und Russland hat halt den Vorteil, dass sie diese kompakte Defensive haben. Problem bei Kroatien, Kroatien hat die Spieler, um das zu überwinden. Die haben einmal halt eben Modric, der einen Pass in die Schnittstelle machen muss. Hat man ja gestern auch gesehen. Gegen auf Rebic. Auf Rebic, der passt genau. Und sie haben mit Mandzukic halt auch einen kopfballstarken Spieler. Ja. Und Russland ist halt kopfballstark, klar, aber stellungsspieltechnisch, ich meine, Ignashevic und Kutjepov, die spielen beide in der heimischen Liga. Und sind 40 gefühlt. Ne, Kutjepov ist 24, aber ich Ignashevic meine, 38 wird jetzt 39. Deswegen, da muss man halt echt abwarten. Es ist gerade, glaube ich, keiner gesperrt von Russland großartig. Golovin hat bisher noch nicht so gezeigt, das ist ja die Hoffnung bei Russland. Ja. Der hat bisher hat nicht gut gespielt gegen Spanien, fand ich nicht so. Er hat bisher noch nicht so wirklich gezeigt, warum er so die große Hoffnung ist. Hat aber Potenzial ohne Ende. Und ich glaube halt, gerade weil sie haben sich gegen Dänemark schwer getan, Dänemark hat noch versucht mitzuspielen. Wenn sich Russland komplett hinten reinstellt und sich in eine Verlängerung trägt mit dem 0-0, im Elfmeterschießen kann ich mir das gut vorstellen, auch wenn er zu Basis natürlich on fire ist, aber Akinfeev genauso. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, einen Konter Russland. Und ganz ehrlich, das muss ich auch sagen, muss ich an dieser Stelle wirklich sagen, ich dachte Zuba, als der letzten Spiele gestartet ist, dass es die falsche Entscheidung wäre. Der wurde im ersten Spiel eingewechselt und das Tor gemacht, aber Zuba ist so viel besser als Smolov, weil Smolov kann den Ball nicht halten. Ja. Smolov ist ein guter Konterstürmer, eigentlich passt das. Positiv überrascht. Ja. Gegen Spanien gestern hat Smolov gar nicht funktioniert, weil die Konter auch nicht richtig funktioniert haben. Aber gegen solche Defensiven wie Kroatien, ich meine Lovren und Vida sind nicht klein, aber auch nicht so riesig. Da könnte so ein 1,96 Zuba schon mal, vor allem der kann Ball halten. Ja. Und dann mit Sherry Chef teilweise zusammen, jetzt bist dein Kopf aus dem Bild. Aha. Also ich sage, dass Kroatien klar favorisiert ist. Ich glaube auch, dass es eher Richtung Kroatien pendeln wird. Aber ich kann mir wieder vorstellen, dass Russland das macht, vor allem weil die Euphorie jetzt halt da ist. Ja. Und jetzt steht wieder das Ganze dann hinter denen. Ja. Also ich würde jetzt, stand jetzt auch sagen, dass Kroatien weiterkommt, aber nicht in Stein gemeißelt. Nach gestern sowieso. Russland hat mich gestern das erste Mal auch überzeugt, muss ich sagen, richtig überzeugt, weil das 5-0 gegen Saudi-Arabien. Zweites Gruppenspiel war gegen Ägypten. Das war stark, Ägypten. Das war okay, aber es war aber auch gegen Ägypten. Die haben gegen Saudi-Arabien verloren. So, das letzte Gruppenspiel gegen Uruguay war dann schon scheiße. Wobei man da bin ich immer noch dabei, dass die das so. Du kannst aber nicht sagen, dass es unverdient war. Unverdient war es nicht, aber erst dieses unnötige Torwart, also wo Torwart-Ecke das Gegentor ist, dann der abgefälschte, das war der Freistoß. Das war der Freistoß von Soares in der kurzen Ecke. Und dann abgefälschter Schuss und dann gelb-rote Karte. Also deswegen, also wenn sie mit 11 Mann sich hinten reinstellen, dann haben sie eine Chance gegen Kroatien. Aber, das werden wir sehen, wir haben noch ein letztes, das ist Schweiz gegen Schweden. Sieger Schweiz gegen Schweden, gegen Sieger England und Kolumbien. Da können wir natürlich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Nee. Ich glaube aber, von diesen vier Mannschaften ist England am wahrscheinlichsten, dass sie ins Halbfinale kommen. Ich würde es übrigens, ich mag ja England, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich traue England vieles zu. Und ich habe ja jetzt auch, also wir haben beide da ein Jahr gelebt. Das heißt, wir haben so, also ich zumindest habe eine gewisse Grundsympathie für England jetzt. Allein weil es so scheiße war in den letzten Jahren. Aber allein dieses ganze It's Coming Home, das macht, dass ich nicht will, dass sie ins Finale kommen oder das Ding auch noch gewinnen. Und im Finale gewinnt England sowieso. Sorry, aber das sehe ich halt in Stein gemeißelt. Und deswegen, eigentlich würde ich schon Kolumbien gönnen, dass sie weiterkommen. Ja, ich weiß nicht, wie das mit James aussieht. Also wenn das ist halt der Kasus Knactus. Das ist halt das Entscheidende. Wobei sie auch ohne James gewonnen haben jetzt, ne? Also. Ja. Ja, schon. War zwar nicht hochverdient. Also war schon hochverdient. Ja, Mina wieder. Na, der Jerry. Also, ja. Ja, können wir jetzt noch nicht viel zu sagen. Wir können halt sagen, weil wir nicht wissen, wie die Partie ausgehen wird. Aber ich halt heute nur hier bin, wir sind hier in Hannover. Es ist ein sehr, sehr ausgeglichenes Achtelfinale. Das einzige Spiel, was eigentlich im Voraus entschieden scheint, ist Kroatien gegen Russland. Aber da bin ich mir halt sicher, dass Viertelfinale es meinst du? Ja, Entschuldigung. Viertelfinale, das ist halt nicht im Voraus entschieden in meinen Augen. Da kann vieles passieren. Aber sonst, das wird echt. Also, wer wird Weltmeister? Ganz schwer. Also, Kroatien würde ich zutrauen. Würde ich zutrauen, aber wie schon gesagt, Frankreich und Belgien sehe ich individuell auch noch auf höherem Niveau. Ja. Aber wie sie es auf den Platz bringen, ist die Sache. In Frankreich in der Vorrunde zum Beispiel wenig überzeugend. Ja. Achtelfinale vorgestern überzeugend. Auch 3 Gegentore, aber gut, das eine zählt schon mal nicht als Gegentor, das von Mercado das Tor. Wird ja mehr angeschossen. So ein Ding. Trotzdem sind sie defensiv auf jeden Fall anfällig. Und das könnte zum Beispiel Belgien
einen Vorteil bringen. Ja. Wir haben jetzt noch eine Minute, bis die Kamera automatisch ausgeht. Deswegen sage ich nur ganz schnell, ich glaube, dass aufgrund dieser ganzen Gruppenbaumdynamik, dass im Finale Brasilien gegen Russland spielen wird. Das meine ich hundertprozentig ernst. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Ich glaube, immer Brasilien kommt ins Finale. Und auf der anderen Seite des Baums England, Kroatien oder Russland. Und ich glaube, Weltmeister wird Brasilien. Und oder Frankreich. Das ist, okay, dann halte ich dagegen und sag Scheiße. Frankreich. Oder ja, Frankreich. Kroatien sehe ich echt kurz. Ich habe auf Twitter geschrieben, ich sehe Frankreich als Weltmeister, aber ich sage jetzt Brasilien einfach aus Prinzip. 20 Sekunden. Dann sage ich Frankreich. Er sagt Frankreich. Wir werden am Ende des Turniers sehen, wie es ausgegangen ist. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare eure Meinung schreiben zu den Viertelfinals, wer Weltmeister wird und so weiter. Und folgt Jasper auf Instagram und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao. So.